Möge Cave Johnson auf unserer Seite sein. Und damit, hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Genau. Es scheint... Erstmal Half-Life ist weg. Es scheint, als müssten wir hier hoch. Ich habe keine Ahnung wie. Ich schätze, was blau ist links. Das, wenn man hier rennt... Nee. Aber da hinten, da kann ich ein Portal hinschießen. Und wenn ich jetzt volle Kanne hier durchrenne... Mann! Stimmt, das alte Aperture-Logo, das ist ja auch noch da. Lol. Oh, sorry, wartet, ich muss kurz, ich hab's gesehen, es tut mir leid. Okay. Perfekt. Mikrofon, ihr wisst schon. Ich muss mehr in die Richtung. Okay. Und zwar... Müssen wir mit Fullspeed da raus. So, und ich als Profi-Denker... ...weiß, dass ich hier volle Kanne durchrennen kann und werde darüber geschossen. Genau. Willkommen im Enrichment Center. Alles okay bei Ihnen, Cave Johnson? Bei den Tests, weil der Mitarbeiter zur Blechbude, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung... Hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Cave Johnson, Sie sehen mittlerweile ziemlich alt aus. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Kann ich hier drücken? Kann ich wirklich? Lol. Okay, das war Zufall. Aperture Science. Let's work. Achso, naja, Maschinen und Ding. Hochheben kann ich dich nicht? Nein. Der Stuhl steht bisher schief. Was? Wait for attendant. You're der Knopf drückt. Please do not test if you are allergic to Lunar City. Oh, keine Ahnung, was das heißt. You have fulfilled your monthly test self-election quota. You are confident enough in your work performance to unvolunteer from the test. Achso. Also, wenn wir nicht mehr freiwillig sind, dürfen wir nicht mehr testen. Oh, da hätten sie die Portale von gerade eben. Ha. Boah. Ey, die Kamera dreht sich in letzter Zeit so schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ich habe die Kameraempfindlichkeit, also Mausempfindlichkeit in-game, schon immens runtergestellt. Und trotzdem, jedes Mal heben wir ab, wenn ich mich umdrehe. Bisschen nervig. Das ist also das Mondgestein-Gel und das hilft, Portale zu setzen. Oh mein Gott, bitte nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich schätze aber mal, dass wir einfach diesen Raum voll machen. Müssen. Ein bisschen noch dahin. So. Ah. Und dann vielleicht hier hoch. Zack. Auch nicht. Boah, die Ansicht. Nee, wie kommt man da? Sind wir von hier nicht gekommen? Oh, I see. Man muss das auch außerhalb hin machen. Dass man auch die Test-Area verlassen kann. Das macht Sinn. Achso, oder man hätte wirklich hier hoch müssen. Oh nee, warte mal. Ich setze mir da sicherheitshalber mal ein Portal hin.
Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wir das irgendwo hin transportieren müssen. Ja, dass man hier überall so ein bisschen was hinmachen muss davon. Dass man sich damit fortbewegen kann. Das trifft jetzt das hier, ja. So. Oh, nee, nicht wieder raus. Also, wo genau muss ich denn bitte hin? Schießen wir mal noch nach hier. Lieber habe ich nachher zu viel davon, wie zu wenig. Oh, und nicht immer durch das eine einzige Portal fliegen. Hier kamen wir raus. Ich habe keinen Plan, wo wir... Da hoch müssen wir. Ich hab's. Okay. Da können wir hoch, wenn wir uns hier hochbouncen. Oh, Student. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Von wo bekomme ich denn genug Speed, dass ich mich da hochfeuern kann? Also von hier bestimmt nicht. Nee. Ich muss irgendwie höher kommen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Das ist immer gut, wenn eine Folge damit startet, dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, was du gerade machen musst. Wir müssen uns feuern. Na klar. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Schießen wir schießen blau. Jetzt. Bam. Irgendwie nicht. Aber ich glaube, so in die Richtung funktioniert das. Hier! Zack! Warum komme ich denn so komisch da raus? Hey, das macht ja gar keinen Sinn. Ist das Game verbuggt oder mache ich irgendwas falsch? Ich falle hier rein. Ja, toll. Ich komme ja auch so richtig gerade raus. Kann ich das erhöhen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Zack. Ja, come on. Nee, ich weiß es nicht. Es ist mir schon klar. Ich muss... Nee, es geht... Es kann nicht anders gehen. Aber die Schräge ist nicht schräg genug. Gibt's hier noch eine andere Schräge hier hinten vielleicht? Nö. Das ist so weird. So. Und zack. 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 Wieso werde ich denn gerade hochgeschossen? Das Portal steht doch schief. Wenn ich hier reinspringe. Ja. Warum werde ich dann hochgeschossen? Das macht keinen Sinn. Wenn. Also, hä? Nee, es macht keinen Sinn. Ist das da ein Stück höher? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Sprung! Bam! Zack! 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 Hier, was ist das? Nein, ich hab das falsche Portal gesetzt! Aber so funktioniert's. Let's go, ich probier's nochmal.
Wir haben es geschafft, Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Drecksspiel. Es ist... Mein Gott. Die Aufnahme, kein Scherz, geht jetzt über 70 Minuten. Nur für diesen einen Drecksprung. Ich hasse dieses Spiel abgrundtief. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Das war vorher schon kaputt. Wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Da hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche es auf Band, damit ich es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in meinen Computer einspeisen kann, soll ich Kabel in den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zerstreuen, muss sagen Sie, kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, das ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Lieben Sie wohl. Ich hab schon verstanden. Caroline ist GLaDOS Intelligenzgedöns. Was soll ich denn machen? Ach komm. Ich feuer mich jetzt einfach ganz nach da oben. Sag mir, das ist das. Also ich bin todsauer, dass dieser Quatsch nicht funktioniert. Was soll ich denn hier machen? Hä? Oh, muss ich mich hier hochfeuern? Oh, das kann sein. Aber wie? Oh, hier. Zack, perfekt. Ich bin auf der falschen Seite. Ey, dieses dumme Spiel, ganz ehrlich. Ey, das hat mich jetzt so 73 Minuten insgesamt, um hierher zu kommen. Schön, dass ich weiß, wie ich hier weiterkomme. Jetzt mal. Aber wohin? Das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Warte, orange ist das hier. Orange mal hier rüber. Warte, wir testen das. Also man kann sich auch wirklich doof anschauen. Da wollte ich eigentlich nicht landen, ich wollte da drüben landen. Aber wir haben jetzt safe genug Schwung. Ich bin auf der... Wo muss ich hier hin? Okay, ich hab's. Ich glaube, man sollte das anders machen. Ist mir jetzt egal. Es lädt. Ey, ich bin so sauer. Ach, ist einfach tot. Von meinem Ferrero Rocher vom gestrigen Silvester-Stream. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde.
Hey, wo soll ich denn hin? Ja, ich muss mich hier schon wieder mal rausfeuern. Schön, dass ich hier nicht rauskomme. Wie denn? Ich muss mich hier rausfeuern. Ich komme hier aber nirgendwo hoch, um... Orange ist... Komme ich jetzt nochmal hier hoch? Der Falsche. Ah, aber ich kann auch von hier unten wieder. Aber hier. Ja, genau. Da kommt Blau hin. Und Kayabanga. Hat funktioniert. Nein, was? Wohin muss ich denn? Oh. Also, das wusste ich. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme insgesamt schon geht. Wahrscheinlich geht sie viel zu lang. Ich weiß es nicht. Boah. Ja. Aber das ist richtig, oder? Nee. No! Heul gleich. Mein Gott, ich bin doch auch zu allem zu dumm. Nein! Ich muss erst wieder dahin. Was? Wie auch immer ich hier jetzt hochgekommen bin, ich find's super. Wie komme ich hier weiter? Also, keiner kann mir erzählen, dass ich von hier... Doch. Kann hier kein Portal... bitte was? Da kann ich ein Portal sein. Ich muss mich hier hochfeuern. Nee. Ganz sicher nicht. Da komme ich nicht durch. Da geht's ganz schön tief runter. Ey, ich verstehe die Hälfte der Rätsel nicht mehr. Porschen. Ja, da ist ein Loch. Ich kann da vorne kann ich kein Glibber setzen. Ja, kein Gel. Weil das würde da durchfallen. Wo bin ich hier? Ich feuer mich jetzt mal einfach hier hoch, ja? Orange war rechts. Ich verstehe. Ich verstehe. Orange ist rechts. Wir sind oben. Ja, woher soll ich denn wissen, dass hier oben eine versteckte Plattform ist? Also... Ach, come on. Das da vorne sieht mir nach einer neuen Kammer aus. Ich brauche jetzt erstmal eine 10-Stunden-Pause von dem Game. Und das ist die erste Aufnahme, die ich heute mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das wird eine bessere Folge. Bis dann, Leute. Ciao.